MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hi Leute und herzlich willkommen bei Tizi Schuberg. Ja Leute, ihr habt euch immer gewünscht, dass wir in Coop-Footcraft-Mode zocken. Immer gedacht, hauen wir mal einer raus. Also wir haben schon ein paar Spiele zu zweit, aber sind wir noch nicht so ganz drin zu zweit. Müssen wir auf jeden Fall sagen, wir hoffen, dass wir überhaupt eine Runde weiterkommen, weil zu zweit ist definitiv schwer. Da würde ich sagen, guck mal, Klammer, machst du das, machst du die Steuerung oder mach ich? Was für eine Aufstellung wähle, mein... Das sieht schon gut aus. Die sieht schon gut aus. Was haben wir hier noch? Die 4-1-4-1, nee. Mit der waren wir auch nicht zu... Oh, die ist eigentlich unsere. Ja, da würde ich sagen, die nimmer, weil man hat auch ein bisschen was in der Defensive noch, ja. Und rennt nicht zu offensiv. Guck mal, Klammer, oh, Lionel Messi. Und Ronaldo, ne? Wen nimmt man da? Eigentlich Ronaldo. Ronaldo ist stärker, aber jetzt ziehen wir Ronaldo Messi vor. Schnick, schnack, schnuck, würde ich auch sagen. Ja. Weil du gewinnst Messi, weil ich gewinne Ronaldo. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Messi. Ist Messi. So, gehen wir gleich als... Vielleicht Aguero, komm. Kommt nur Scheiße. So, was würde denn da jetzt am besten zu Messi passen? Gar nichts. Gar nichts. Was nimmt man jetzt einfach mal mit? Wende. Der Wende, Digga. So, LF kommt, da muss klar was Geiles. Oh, Neymar, stark. Definitiv, weil Neymar ist einfach für mich der stärkste Spieler in FIFA 16, ey. Definitiv, Leute. Also Neymar ist absolute Maschine. Eigentlich stehen hier, ne? Ja, warten wir, oder? Der wird passen. Oder halt der andere zu der Bele, ne? Aber dann... Ja, wir wollen ja aber den wollen wir ja noch austauschen, oder? Den Stürmer. Ja, stimmt eigentlich auch. Den wollen wir ja noch wegbekommen. Ich nehme mal den Pacero. Pacero ist doch ein Auto. So, da wird es jetzt schon wieder schwer. Wir könnten hier den Enzonsi mitnehmen. Was hat denn der für Werte? Eigentlich. Oder wir gehen auf halt wieder auf die englische Abwehr, ne? Können wir nämlich auch Ramirez ZDM setzen. Sollen wir mal Ramirez mitnehmen? Da passt das momentan noch gar nicht, aber können wir mal mitnehmen. Weil der ist halt auch Weltklasse, ne? Wir nehmen mal Ramirez mit, Leute. Ist aber halt schwierig, weil dann zu Messi passt es dann sonst gar nicht. Aber Dembele erstmal mitnehmen, ne? Nehmen wir erstmal Dembele mit, Leute, müssen wir dann hoffentlich hoffen, dass wir... jetzt was. Der ganz Linke ist halt schon ein Ding, ne? Ja, den nehmen wir definitiv mal mit. Boah, geil! Aber jetzt, oh, Chiellini aber auch. Aber er passt ja gar nicht. Ja, oder halt der Kombi, ne? Der Kombini passt du dann... Oder halt die Ding, ne? Eigentlich der Pickel. Oder der Otamendi, das kommt jetzt so vor, was wir machen, ne? Und aber da noch was anderes. Hinten der Pickel, da muss man halt... Ramirez war dann eigentlich die falsche Entscheidung, ne? Ja, gut, da kommt dir noch was. Wir nehmen mal den Pickel mit, weil Ramirez, Leute, das... Wir müssen irgendwie gucken, dass wir Messi da richtig... Na, super. Muss ich jetzt mal den mitnehmen. Dass wir Messi da richtig eingebunden bekommen. Ja, du, dein Linke, du... Den hier oder den da? Genau, aber ich glaube, der rechte ist geiler aus. Der Geier. Rechte ist Geier stärker. So, dann haben wir da am Tor. Dann müssten wir eigentlich den Kamani mitnehmen. Kameni. So, jetzt müssen wir hoffen, dass wir hier definitiv noch was Geiles bekommen. Alter, stark! Das war, Mann, das Tier, Alter, kann Check mitnehmen. Ja, aber so, Scheiße. Passt ja, aber dann hat man es doch falsch entschieden. Casillas, das ist halt ein Spanier, aber... Ja, oder du nimmst Ding mit, Alter. Wir bauen doch das... Wir nehmen Contuama mit. Ja, weil der ist halt unmenschlich, ne? Rechts brauchen wir definitiv. Abeloa. Abeloa. Kann ich auf Klammer setzen. Chemie sieht ja schon gar nicht so verkehrt aus. Na gut. Egal. Ich nehme Dreschi mit. Alte Stuttgarter Seele. Gava passt aber eigentlich überhaupt nichts. Wenn dann Coutinho, ne, passt noch ein bisschen. Wir nehmen mal Coutinho mit. Je nachdem, was wir machen. So. Ich krieg nichts Spanisches, ey. Was denn der Rafa? Hab ich mitgenommen jetzt? Ja, ich hab nur gesetzt. Du, was? Ja, nee, das auch, bringt auch nichts. Bringt eigentlich gar nichts. Kann ich auch den Navas mitnehmen, ne? Nehmen wir mal den Navas mit. Das ist definitiv immer ein schneller Mann. Bräuchte halt definitiv noch einen Stürmer. Jetzt hätten wir, fuck, Alter, Material vorne drin, der Buchs, Alter, der könnte schon was ein kleiner Drückeberger sein. Ne, aber den müssen wir mitnehmen, dass wir wenigstens da noch irgendeinen Stürmer haben. Ist egal. Ja, für Ding einzubinden, Messi, Alter, wird halt schwer, ne? Leute, es wird ganz, ganz schwer. Den Gulivacu oder hier RF.
Aber da steht Messi, ja, aber ich nehme trotzdem mit. Auch vielleicht, vielleicht ja doch nur den spanischen Torhüter, dass man eventuell, oder hat jetzt schon einer mitgenommen? Nee, hat er mir noch nicht. Da kommt aber auch nichts, was jetzt Wähler können. Der Salvio wird aber zu Ding passen, oder? Zumindest der spielt auch so, Benfica. Ja, ich meine wegen Argentinien irgendwie dann zu. Ja, aber der spielt rechtes Mittelfeld. Wir haben keine rechte Mittelfeldposition. Ah, stimmt. Pff, können wir den mitnehmen, aber bringt uns eigentlich auch gar nichts. Bravo, aber brauchen wir einen Hammer-Torwart, Juan Frama noch mitnehmen. Oh Leute, das wird schwer. Scheiße. LM, der ist ein Spanier, ne? Das wird verdammt schwer, Leute, was wir da jetzt mal auf jeden Fall Martial mitnehmen. Weil ich würde sagen, das können wir schon abstarten, ne? Also Leute, das hier ist unser Team. Habt ihr ja gesehen, Neymar und Messi sind auf jeden Fall die Hoffnung. Dieser Martial vorne, Drückeberger, hat auch noch 6er Chemie, du hast gerade gesagt, 6er Chemie. Eigentlich relativ alles ganz gut eingebunden, würde ich sagen. Ist in Ordnung, kann man mit leben. Jetzt kriegt man hier noch einen Trainer. Wir müssen mal gucken, was... Ach, gehen wir weiter, was ist los? Nix, stimmt, den hier haben wir mit, der Zottelbock. Der sieht überragend aus. Argentinien noch. Kriegt Messi noch ein bisschen was. So, jetzt gucken wir mal hier. Messi, Courtois, der auf der Bank hockt. Nie angezeigt. Den wollen sie nicht. So, dann musst du das Spiel starten, weil ich kann es nicht starten hier als die zweite Haut. Ich bin die zweite Haut. Ja. So Leute, starten, suchen wir uns einen Gegner, würde ich sagen, dann sehen wir uns wieder. Ja Leute, 2 gegen 2 Match. Gegner hat auch einen Gast hinzugefügt. Guck mal, oh, Sturridge in Form und den Innenverteidiger da von England, den geilen, diesen Zumba, oder? Ja, irgendwie so. Nenn ihn einfach Zumba. Zumba, der Zumba. Koscinelli, Alter, oh, vorne schon. De Bruyne. Sandy Gorsala. Sanchez. Gute Mannschaft, der Kollege. Gutes Barclay. Aber wir geben uns unser Bestes, Leute. Erstmal der Trainer ausmachen. Was bist du? Ich bin blau, Leute. Timo ist rot. Kleiner hier mit der Finde. Trackback vorbei. Neymar spielt ein Kleid durch hier auf Martial. Komm, was kann der Junge? Komm hier gleich raus auf Martial. Und Martial, komm Junge. Zeig was. Oh, ich lauf ganz üben, ne? Ah, scheiße. Muss ich noch eine Finde schlagen. Mit einem neuen No-Touch-Dribbling. Bisschen zu weit hier von Timo gespielt. Oh, scheiße. Ich hab mal was geholzt, ne? Wie springt der vorbei? Ich geh raus. Okay, dann zieh ich mit dem... Der zieht eh rein, der Pimmel. Zieh ich in die Mitte. Piquet. Oh, oh. Oh. Oh, fuck. Wie kann der denn das so schnell vom Tor einfach... Dann soll er ein bisschen wegklatschen, Mann, ne? Mann. Ach, Messi. Ach, stimmt, der spielt ja auch noch mit, ne? Ist gar nicht aufgefallen, dass er mitspielt. Ja! Abseits, Junge, du musst früher kommen dabei. Nee, geht gar keiner, da ist keiner dran, da kann Abseits halt gepfiffen. Er hat halt gehoben außer, deswegen haben wir laufen lassen. Ich hätte auch noch gehen können, ich hätte auch noch gehen können, ich stehe eigentlich frei vom Tor. Weg. Ah. Was von dir oder von mir? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, war von dir. Sag ja, was war von dir. Oh! Ist es denn dein Ernst? Elfer. Hey! Alter, ist das gerade jetzt dein Ernst? Komplett falsches Timing. Braun im Tor. Ich hätte auch mit Neymar allein gehen müssen, aber der Platz war frei. Ja, oder früher, ein kleiner Tick früher. Also, du weißt ja, wie schwer es ist. Du weißt, wie schwer es ist. Nee, ich sehe dein Alleinikopf alles. Ja, aber du musst doch mal schon Alleinikopf durchgehen. Du weißt, ich habe die Finde drauf, Finde. So, gell? Halten? Ja, und loslassen. Lass mich ein bisschen die Finde machen und machen wir noch eine. Hoppitz, was ist mit deiner Pizza, Mann? Ne? Ach, drücken die nochmal Pause. Sag, die müssen beide kacken. Achtung, es geht weiter gleich. 4 Sekunden. 3. Die drückt eh wieder. Los einfach, nichts drücken jetzt, sonst rauslaufen. Oh mein Gott. Ah, Junge, Mann, du willst schon, dass ich... Alter, ich drück doch nicht mal was. Du musst langsamer machen. Ich drück doch nicht mal was. Natürlich hast du gedrückt. Ah ja, hopp. So ein Rotz, Alter.
Ich stelle ihn und dann geht er ja so rein. Jetzt komm. Ja! Komm, Ballhole. Ich krieg mir nicht. Komm, hoch jetzt. Müssen wir noch. Junge. Nein, Alter. Ist der auf die Latte oder hinten dran? Der ist hinten dran. Alter, was eine Riesenchance. Jetzt spielt der Pisser schon auf Zeit. Ja, ich in die Mitte. Ja! Ja! Ich hab auch nicht gesehen. Ja, Leute. Einfach durchgerungen, gewarnt ist das auch. Ja. Ich stelle zurück. Oh shit. Komm, hol ihn bitte, Felder. Das ist ein Duschkorn, das sind. Fuck. Oh, ich kann nicht wegschlagen mehr. Du hast das Klicken gehört. Du hast Passe gedrückt. Na, hab ich nicht. Und durch. Ja, hab schon gedrückt. Komm, Messi, mach was. Ich bin in der Mitte auch da. Ich setz mich ab. Oh, aber komm, nochmal lang vor. Egal, Leute, es geht in die Verlängerung, ey. Scheiße, wir hätten am Ende nochmal die Chance, da mehr rauszumachen. Wechseln müssen wir schon. Ja, es geht noch. Zu hektisch. Neymar! Ey! Elfmeter, Junge, stark. Ich hab's das doch nicht. Rot, Koscielny, Rot. Und rot. Komm. Wir können die erste Runde überstehen, Leute. Ich bin noch geflügelt. Hoffentlich nicht ich. Ich kann gar nicht mit dem Punkt zur Zeit nicht umgehen. Du bist. Und es. Ach du Scheiße. Oh nein, das kriegen wir! Komm mal runter, Junge! Drecksack! Euch zwei, Alter, nimm mal hoch! Wir haben 2-0 Rückstand, Alter! Stark geschossener Elfer, Junge. Das ging assi schnell dort unten, ne? Oh, was ist da unten drin? Ich seh nix. Hallo, yay. Der muss jetzt aufmachen. Und hat aber eine rote noch, ne? Boah. Wow. Von hinten durch. Das darf nicht sein. Ja, bist du genauso. Sag ich, das darf nicht sein. Der darf nicht durch. Scheiß, Alter. Torwart. No touch dribbling. Ich geh raus. Ach du Scheiße. Ruhig. Guck mal, ich geh hier klein. Das ist unser Torwartsrad. Power-Dribblings, Alter. In die Halbzeit gerettet, Leute. Also diese No-Touch-Dribblings. Wenn die ansetzt, Leute, ist es einfach verdammt schwer zu verteidigen. Oh, Scheiße, wir müssen wechseln. Wir müssen vorne mal unseren Stürmer aufbauen. Da könnte mal der Benteke reinkommen. Oh! Und Benteke, oder guck mal, Messi oder Benteke noch. Der ist platt. Oh. Oh, der ist noch drin! Ja! Schön gemacht, Junge, Alter! Was ist los, ne? Was ist los? Aber schön noch geholt und dann. Ich drück dich durch, Leute. Wir drücken unsere Runde weiter. Ja, das ist Frust jetzt. Das ist Frust beim Kollege. Ja, aber die erste Runde überstanden, Leute, ganz wichtig mal, ganz, ganz wichtig. Wir sagen, wir sehen uns im zweiten Spiel, Leute. Ciao.